500 Meter mit dem Schlauchboot raus auf die Nordsee. Dort liegt die Giant 4, eine Insel aus Stahl. Der Schwerlastponton, extra angemietet aus Rotterdam, ist seit mehreren Wochen der Arbeitsplatz eines Teams von Spezialisten. Sie bauen die erste Offshore-Windkraftanlage vor der deutschen Küste. Kurze Arbeitsbesprechung, bevor die Männer loslegen. Auf der Plattform liegen die 55 Meter langen Rammpfähle, jeder rund 200 Tonnen schwer. Nur mit großen Maschinen lassen sich diese Kolosse überhaupt bewegen. Ja, stopp mal. Und nimm mal bitte jetzt langsam den großen Haken wieder auf. Lass mal bitte den hier. Ja, stopp mal. Trotz Technik eine Knochenarbeit. Pro Pfahl einen Tag Schinderei. So ist die Rechnung der Mannschaft auf dem Arbeitsdeck. Heute Abend werden wir jetzt noch den dritten Pfahl setzen. Führe den jetzt gleich über den Tandemhub in das Template ein, also in die Rammschablone. Und werden den dann auch noch mindestens auf 20 Meter Tiefe vorrütteln, sodass wir morgen früh gleich mit dem Ramm beginnen können. Bis dahin liegt noch stundenlange Schufterei vor den Männern. Die Rammschablone, ein riesiger, stählerner Rahmen. Er soll die Pfeiler absolut senkrecht halten. Denn wenn die erstmal im Meeresboden stecken, bekommt sie niemand wieder raus. Auf jeweils drei dieser Pfeiler ruht später die gesamte Windkraftanlage. Ein kritischer Blick nach oben. Der Hammer wird installiert. Der hunderte Tonnen schwere Koloss schlägt die Pfeiler durch Schlamm und fast betonharten Sand rund 40 Meter tief in den Meeresboden. Während vor der Küste die Gründungsarbeiten voranschreiten, wird im nahen Cuxhaven ein weiterer Gigant in Stellung gebracht. Das Kreuz, auf dem später der Turm für das Windrad stehen soll. 490 Tonnen Gewicht. Ungefähr so viel wie zwei Airbus A380. Die Verladung, stundenlange Feinarbeit. Sie dauert einen ganzen Tag. In der Nacht kann das Transportschiff endlich in Richtung Baustelle auslaufen. Erst am nächsten Morgen ist das Schiff wieder vor Ort. Von den Fundamentpfählen ist mittlerweile kaum noch etwas zu sehen. Weder schwenkst du eigentlich nach links oder nach rechts? In welche Richtung? Linksseite, wa? Nun kommt es drauf an. Wird die Konstruktion auch auf dem Meer passen? Die Vorbereitungen für den großen Moment dauern. Eine neue Nacht bricht an, als endlich beide Bauteile übereinander schweben. Geschafft. Noch einige angespannte Minuten und das Stützkreuz ist mit dem Fundament verbunden. Endlich Zeit zu feiern, wenigstens für heute Nacht. Wenn morgen die Sonne aufgeht, dann machen sie weiter. Der Zeitplan ist eng. In einigen Tagen soll die Anlage ans Netz gehen.